Hallo, hallo, ich bin's wieder, euer Kaidrian, und ich zeige euch heute, wie ihr euren Bugspeeder mit Sidecar umbauen könnt. Der Umbau ist jetzt kein großer Umbau, es wird einfach nur das Sidecar abgemacht, damit wir einfach nur den Bugspeeder haben. Für den Umbau benötigt ihr einen 2x2 Brick in der Farbe Grau und durchsichtbare Bricks. Eigentlich benötigt ihr 2x4, ich habe aber leider keinen 2x4 und deswegen benutze ich einfach 2x2er. Fangen wir mal mit dem Umbau an. So, als erstes müssen die Figuren raus, die stören eigentlich nur beim Umbau. So, danach geht es folgendermaßen. Wir müssen jetzt diese Stange hier abbekommen, also die ist hier. Deswegen müssen wir den Brick da rausbekommen. Das heißt, wir nehmen das Teil ab und danach einfach das hier so rausnehmen. So. Jetzt nehmt ihr von diesem Teil eigentlich nur die zwei oberen Klötzchen ab, also das, das und dann noch das graue Teil, dann habt ihr eigentlich schon alles. Das legt ihr zur Seite, das werden wir noch brauchen. Das, was ihr hier alles habt, das Sidecar, das werden wir eigentlich nicht mehr brauchen, deswegen das könnt ihr schon mal zur Seite legen. Danach kommt unser erstes eigenes Teil rein, das wird dahin gesetzt. Und danach kommen die Teile, die wir gerade auseinandergebaut haben, das heißt die graue Platte und danach die zwei roten. So, danach könnt ihr auch wieder das obere Teil draufsetzen. Kommen wir zum letzten Schritt. Bei dem Schritt nehmen wir das Teil hier ab, weil das stört auch nur. So, dafür drehen wir das ganze Teil um, machen das hier ab, merken uns zuvor, wo die Teile, die durchsichtig sind, hinkommen. Das sind einmal hier. Und hier, ihr könnt natürlich versuchen, auch nur ein durchsichtiges Teil zu nehmen. Ich will es aber ganz stabil haben, deswegen benutze ich auch nur. Deswegen benutze ich zwei. So, jetzt drehen wir das Ganze wieder um. Und jetzt, wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte eigentlich normal stehen und er sieht auch normal aus. Und jetzt sieht er eigentlich aus wie ein normaler Bugspeeder, so wie man ihn zum Beispiel auch im Laden kaufen könnte. So, ich finde das auch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr jetzt 2x4er Brick habt, könnt ihr den auch hier einsetzen. Aber ich finde, wenn die Teile rund sind, dann sieht das besser aus. Eckig würde irgendwie nicht so aussehen, als würden die schweben. Also ich finde, die sind auf jeden Fall besser geeignet dafür. Und hier, dieses Teil ist ja grau. Sieht perfekt aus. Es ist, ersetzt einfach das andere Teil. Man merkt eigentlich gar nicht, dass es ausgetauscht wurde. Es sieht einfach aus wie ein originaler Bugspeeder. Und deswegen, also ich muss sagen, ja, Sidecar könnt ihr lassen. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie der aussieht jetzt ohne Sidecar. Und wenn man da jetzt einen normalen Klonkrieger reinsetzt, finde ich, sieht das auch ganz geil aus. Deswegen, also wer es mit Sidecar haben will, kann es haben. Ich finde, der sieht auch eigentlich ganz geil aus ohne Sidecar. Und vermutlich werde ich den auch dann so lassen, weil der verbraucht weniger Platz. Zum Beispiel, wenn man Brickfilme macht oder andere Sachen oder einfach nur Mocks baut. Und ja, also ich finde, der sieht ganz geil aus. Und deswegen, also für mich hat sich der Umbau gelohnt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar oder auch über ein Abo sehr freuen. So, und jetzt kommt ein bisschen Info zu meinem Kanal. Also ja, wie ihr gesehen habt, ich habe ungefähr seit vielleicht 3 Wochen oder sogar noch mehr kein Video hochgeladen. Also es liegt daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte und weil ich jetzt für 2 Wochen auch im Urlaub war in Italien und deswegen, also ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe mir auch meine ganzen anderen Videos angeschaut, vor allem das Video zu meinem 100 Abonnenten Special, wo ihr die Fragen hinschreiben solltet. Also sind auch ganz viele Fragen schon zustande gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob so viele Fragen sind, dass ich daraus sogar 2 Teile machen muss. Aber ich finde es ganz cool. Ich bedanke mich auch dafür. Mittlerweile habe ich auf jeden Fall schon mehr Abonnenten als 100. Ich war letztens bei 116. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie viele Abonnenten ich habe. Also ich schaue mal kurz nach. Ich habe hier 130 Abonnenten, also vielen Dank an euch alle, ihr unterstützt mich wirklich sehr gut, ich freue mich wirklich über jeden Like, jedes Kommentar und jedes Abo. Deswegen werde ich auch bald die Auswertung machen zu den Fragen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, es werden jetzt auf jeden Fall Videos kommen, weil ich bin jetzt normal zu Hause und ich hoffe, ihr habt auch gerade Ferien und genießt die ganze Freizeit, die ihr jetzt habt und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.